Die Aufgabe von Journalisten ist es, über das, was passiert, zu berichten. Darum dürfen Journalisten und Kamerateams auf öffentlichen Straßen filmen und Bilder machen. Möchten sie allerdings auf einem privaten Grundstück oder in einem Gebäude Bilder machen, zum Beispiel auf dem Schulhof oder im Kaufhaus, dann benötigen sie dafür eine Genehmigung. Außerdem dürfen Journalisten Menschen nicht in ihrem Privatbereich filmen. Die Wohnung, der Garten, all das ist tabu. Auch dafür brauchen Journalisten eine extra Genehmigung. Und es darf auch nicht alles veröffentlicht werden, was gefilmt wurde. Grundsätzlich hat jeder Mensch das Recht, selbst zu entscheiden, ob ein Bild von ihm irgendwo gezeigt werden darf oder nicht. Er hat das Recht am Bild. Demonstrationen sind allerdings eine Ausnahme. Hier dürfen Journalisten Bilder machen, weil die Öffentlichkeit, also alle anderen Menschen, Interesse an einem Bericht hat. Allerdings gilt das erstmal nur für die Gruppe der Demonstranten. Einzelne Personen dürfen nur dann gefilmt werden, wenn sie auffällig aus der Menge herausstechen und deshalb ein besonderes Interesse besteht, über sie zu berichten. Hier gilt, das Interesse vieler ist wichtiger als das Recht am Bild eines Einzelnen.